Also auf Deutsch gesagt, klauen. Ich hab das schon in den Fingern. Immer noch? Du hast keine Pause mehr gemacht, seit du hierher gekommen bist. Oh? Du hast Ziele auf Balmorra und Nar Shaddaa. Ich wünsche dir viel Glück, Jäger. Na dann. Ja, dann. Lohnung auswählen, Ohren. Schlechte Ohren. Ja. Dann Mark. Stufe 18. GZ. Bist du schon 18? Ja. Du bist schon 18, ne? Genau. Ja. Hinderungsgeschoss und Fusionsrakete. Kopfgeldjäger tot von oben macht mir Schaden. Unterbündet. Muss man gerade eben nochmal was einstellen, den Interface-Editor. Die Liste hier deaktivieren. Es ist scheiße, ne? Dass sowas nicht gespeichert wird. Und ob ich mit einem anderen mal Let's Player, Leute. Keine Ahnung, wir haben ja schon mal mit mehreren Leuten Let's Play, aber ist ja schon Ewigkeiten her. Ja. Kommen wir jetzt drauf an, was jetzt der Winter über sich mitbringt. Oder mit sich bringt, besser gesagt. Brennstoffzylinder, Hochgeschwindigkeit, Gaszylinder, okay, brauche ich nicht. Energiebarriere, Kraftschuss erhöht. Hier noch was, erhöht Präzision, Fernkampf, Tech-Angriffen, 1%. Erhöht Schnelligkeit um 1%, erhöht Ausdauer, brauche ich nicht. Na, hier. So, aber weiter. Später noch zerlegen. So, weiter geht's. So. So, wenn ich richtig liege, müssen wir zum Raumhafen. Ja, jeder, oder was? Beide. Ich muss mir eins klauen, das heißt, ich habe da noch eine Quest und du musst es einfach abholen. Ja, dann machen wir deine. Ja. Würde ich so sagen. Hui. Weiter geht's. Ja, ab geht's zum Dingens. Dann machen wir heute ja ein paar Missionen. Hihi. Wir sind startklar. Ganz rechts. Ganz rechts musst du? Ja. Raumhafen, ist klar. Ja, ich musste in der Mitte, stand da. Ja. Das scheint wohl ein Anzeigebug zu sein oder so. Da wärst du ausgestiegen, hättest noch weiterfliegen müssen. Normalerweise. Ja. Im Licht anmachen. Wird dunkel. So, könnt ihr mich jetzt besser sehen? Ja, er war richtig flach. Wie, ihr seht die Webcam nicht? Warum das denn? Ganze Problem ist, dass die meisten Leute, wenn die ihre Videos machen, entweder schon im Bett liegen, wenn ich meine Videos mache. Oder sie sind morgens in der Schule, wenn ich meine Videos mache. Richtig. Weil ich mache nämlich meine Videos morgens. Und ob ich unbedingt mit einem anderen Let's Player mal Videos mache, das schiebe ich ganz weit nach hinten, weil da habe ich noch nie drüber nachgedacht und mache ich mir auch gar keine Gedanken drüber. Ne. Wenn ich ganz ehrlich bin. Weil dann ist wieder dieser Musszwang und auf diesen Musszwang habe ich keinen Bock. Und irgendjemand Fremdes sowieso nicht. Wenn, dann müssten wir ihn schon kennen oder kennenlernen. Genau. Dann könnten wir mal schauen, ob er vielleicht mitmachen möchte oder so. Für euch ist das immer alles so einfach. So. Hier habe ich noch eine Quest. Ach, das war, glaube ich, eine Gruppenquest oder so. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. So, wo muss ich hin? Noch unten rechts. Okay. Follow me. Ja, ich folge dir. Wir klauen ja dein Schiff. Genau. Wir klauen jetzt mal dein Schiff, la 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 la. Ja, das finde ich mega süß. Das ist der Knopf. Ich sehe dich gar nicht. Startrampe B04. Jetzt habe ich dich erst gesehen. So. Jowasch. Liebe, 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 nein. Bald ist alles vorbei. Oh. Okay, du Haufen Dreck. Ohohoho. Flach auf den Boden legen. Schönes Schiff. Meins. Meins.
Dieses Raumschiff wird nicht während meiner Wache gestohlen. Verstanden, Abschaum? Mhm. Und wenn doch? Erzählt das doch mal dem Lauf meiner Waffe. Mieser kleiner Virus. Mir wurden dieses Jahr schon 3 Schiffe von den Mandalorianern und ihren stinkenden Truppen gestohlen. Natürlich sind nicht alle Mandalorianer schlecht. Taro Blatt war so freundlich, mir von euren Gepflogenheiten zu erzählen. Lauft um euer Leben, Taro wird langsam lästig. Jetzt macht mal halblang. Ich sollte diesen Kerl schnellstmöglich ausschalten. Karakimi, Anikag Nikag, Kaneak Gag Akiguamjam. Na los, bring ihn um, ja. Schnappt euch den Kerl! Juhu! Action Jackson! Action! Darauf sieht der Pac-Boy auch her. Tü-tü-tü-lü, das ist der Röhrichten. Doch, war ich doch. Wie, das war's schon? Oh, mal Knöpfchen drücken. Jedes Kind. Oh, da sind die Nächsten. Blitzi, Blitzi! Komm her, du Sau! Ja, yeah, von hier oben schön auf die Leute drauf. Oh, da bis dahin komme ich nicht. Wer schießt denn hier noch? Weil ich der Röhrig bin. Oh, das steht unter uns, aber hier. Das weiß doch jedes Kind. Das scheint eine dickere zu sein hier, guck mal. Leute, von wo kommen die denn überall? Keine Ahnung. Werden das irgendwie immer mehr? Müssen wir einfach rein ins Raumschiff? Nee, da die. Ah, oh, doch, die spawnen anscheinend immer wieder. Ja, lass uns mal rein ins Raumschiff, schnell. Ja. Kannst du voll XP farmen, Alter? Ja. Schicken, komm zurück. Zip, also. So. Jetzt sind wir eigentlich. Ne, da kommen immer mehr. Kommst Kannst du hier draufklicken? Ja. Dann mach's. Ja. Hat nicht zu viel. Spreche ich ja die alte, die kämpft hier wieder. Ja. Die stirbt gleich. So, jetzt aber. Jetzt hör auf, Mako! Mann! Nein, ich kenne die nicht und ich muss die auch nicht kennen. Ich pfeife auf die Regeln. Beim nächsten Mal ist Taro Blatt ein toter Mann, nicht wahr? Dieser Mistkerl hat nicht mehr lang zu leben. Och, ich hasse das. Ich mag diesen Zorn nicht, aber ich will, dass er bezahlt. Ja! Keine Sorge, Mako. Alles wird wieder gut. Ist schon gut. Vergesst, was ich gesagt habe. Wir sollten uns beeilen. Wir haben noch eine große Jagd zu gewinnen. Genau. Genau. Ich durfte nicht rein. Mein Raumschiff, mein Raumschiff. Ja, ich durfte nicht rein. Ich bin rausgeportet worden. Ja? Ja. Wo stehst du denn jetzt? Wieder im Raumhafen. Also in dem Schiff oder? In meinem Schiff. Nicht in meinem Schiff. In dem Raumhafen. Also da, wo die ganzen Tore sind. Soll ich jetzt zu meinem Schiff gehen? Würde ich sagen, ne? Ja, würde ich auch sagen. Für die Aufnahme dann. Ja, sonst stehe ich hier doof rum und warte jetzt. Das ist ja auch Blödsinn. Du hast ja dein Schiff in dem Sinne. Genau. Und oft genug sehen werdet ihr das Schiff in dem Let's Play auf jeden Fall noch. Es wird noch oft genug Situationen kommen. So, dann gehen wir jetzt in mein Schiff. Und endlich haben wir dann gleich endlich einen Safe. Der Andi sehe ich nämlich gerade. Der sortiert nämlich auch schon ein. Ja. Weil ich der Röhrig bin. Ja, Gronkh und Sarazar kennen wir.
Was für ein Schiff, Leute. Gegen Andys Schrotthaufen ist das hier wenigstens Schiff. Yippie! Weil ich der Röhrig bin, hat der Werner mir ein Schiff gebaut. Ein Tresor. Hammergeil. Das ist doch kein Schiff, was du hast. Das ist ein Misthaufen. Aber er fliegt. Aber er fliegt, ja. So, das hier nenne ich Schiff. Oh. Videoszene. Oh, ich grüße Sie. Ich bin 2VR8, das Mädchen für alles auf diesem Schiff. Sie müssen mein neuer Herr sein. Ein netter, freundlicher Herr. Seltsames Kerlchen, abwarten, was kannst du genau? Ich eigne... Ja, immer genau. Schön langsam. Welche Funktion übernimmst du auf meinem Schiff? Ja, ich bin für eine Vielzahl von Funktionen programmiert. Darunter unter anderem die Zubereitung von Mahlzeiten, die Schiffswartung, okay, Reinigungsdienste und Etikette. Passiert nichts. Willkommen an Bord dieses imperialen Abfangjägers der Fury-Klasse. Einem vielseitigen Schiff, das die Manövrierfähigkeit eines Raumjägers mit einer Bewaffnung kombiniert, die auch größeren Militärschiffen trotzt. Sie finden hier alle gewohnten Annehmlichkeiten sowie einen eigenen Kapitänsspind für die Aufbewahrung von Wertgegenständen. Wir gucken hier, schönes Gefängnis. Die Astrogationskonsole enthält eine ständig aktualisierte Karte der bekannten Galaxis. Die interstellare Kommunikation wird über das Holoterminal des Schiffs aufgerufen. Wichtige und nützliche Hinweise finden Sie in der imperialen Holonetz-Konsole. Und über das Intercom des Schiffs können Sie Ihre Crew über neue Befehle informieren. Haben Sie noch Fragen? Oh. Kennst du überhaupt Kämpfen? Ich bin bereit aufzubrechen, das reicht. Kannst du überhaupt kämpfen? Ich bin bereit aufzubrechen. Ich habe eine Mission zu erfüllen. Mal sehen, was das Schiff so alles kann. Ich bin froh, dass Sie mich... Finn, man soll nicht mit Sachen werfen, wenn man nachher vielleicht im Glashaus sitzt. Ich bedauere, dass ich Sie im Kampf nicht unterstützen kann. Aber mein Gestell würde dem Stress nicht standhalten. Sollten jedoch Probleme auftreten, die unter Ihrem überlegenen Niveau sind, zögern Sie nicht, sie mir zu melden. Meine Funktion ist es, Ihnen zu dienen. Wenn Sie bereit sind, aufzubrechen, rufen Sie die Sternenkarte auf der Brücke auf. Sie wird die gewünschten Astrogationskoordinaten programmieren und die Triebwerke aktivieren. Okay, 531. So. Dann habe ich irgendwo hier noch eine Quest. Kommando der imperialen Flotte. Aber wieso? Achso, da oben. Ja, Leute, hier haben wir jetzt so... Hier ist so ein Versammlungsraum mit einem Intercom. Dann haben wir hier... Ah, von ihm der Schlafraum. Alles klar. Dann haben wir hier Betten. Auch sehr schön. Oh, Liebesnetz, Nest. Das hier ist der Holo-Terminal, auch sehr schick. Spawn ändert nicht die Rasse. Leute, hört doch einfach auf. Mein Gott. So, wir werden die Sachen, die wir verarbeiten, in den Safe legen. Weil man kann nämlich die Berufe skillen, auch wenn die Sachen im Safe liegen. Das ist nämlich das Tolle an dem Spiel, finde ich. Okay. Kämpft mit Zorn. Lies die Mission Jabim Escort ab. So. Ja, jetzt können wir die Flugdailies machen. Wollen wir die machen, oder was? Ja, würde ich sagen, ne? Alles klar. Aber da würde ich, glaube ich...
Die ersten Sachen bekommst du ja für die Flugdailies. Ach ja, genau, stimmt. Machen wir die Flugdailies jetzt. Bald wird dieser idiotische Stillstand vorbei sein und wir haben unseren Krieg. So ist es, mein Sith Lord. Aber kurzfristig gesehen müssen wir Vergeltung üben. Ich habe die KAS 23 und die Sturmstaffel mobilisiert, aber das reicht nicht. Wir bilden eine exklusive Vergeltungsstaffel, die Streiter des Imperators. So, angesichts eurer beeindruckenden Fähigkeiten hoffe ich, dass ihr die Staffel anführen werdet. Es wäre mir eine Ehre. Ich werde die Streiter des Imperators mit Stolz anführen. Fantastisch, mein Sith Lord. Euer Codename lautet Rage. Hui. Ich übermittle die Missionsdaten an euer Schiff. Ihr arbeitet allein, während der Rest der Staffel in der ganzen Galaxis einspringt. Kämpft mit Zorn. Kämpft für das Imperium. Na, nee, klappt es. Ja. So, dann wollen wir hier mal die ganzen Flugdaddies annehmen. Der Andi ist schon am Fliegen. Was haben wir dann als erstes? Raumschiff. Was hier hast du genommen? Als erstes? Jabim-Eskorte. Jabim-Eskorte, okay, dann mache ich die auch als erstes. Jabim-Eskorte. Die nächste sollten wir dann vielleicht zusammen starten. Wäre nämlich lustig. Wow. Eine kleine Schief. Na, du kriegst ganz schön was aufs Maul, sehe ich gerade. So. Jawohl, Flugdailies. Juhuhu. Ich freue mich. Mega. Wow. Haben wir letztes Mal viel zu wenig gemacht, fand ich. Los geht's. Oh, meine Maus ist viel zu schnell dafür. Okay, Space-Taste war die Rolle. Genau. Ja, wird schon hier. Hier gleich der kleine. Davon kommt noch mehr. Aber. Na, kriegst du was auf den Sack? Geht. Die haben wir einfach mit den Raketen zerbombt hier. Dich und dich auch. Okay, ja, also ich kann mich noch daran erinnern, dass es am Anfang ziemlich schwer war, weil da man so langsam geschossen hat und alles. Oh ja. Und man musste aufhören zu schießen, um das Energie... Nee, das war später bei dem Schild. Das war genau. Später, ja. Genau, um das Schild zu wieder aufzuladen. Boah, ey. Alter, das ist irgendwie, als wenn ich das noch nie gespielt hätte, gerade das Gefühl. Ja. Bam! So, weiter geht's hier. Alle. Na, erstmal hier so ein bisschen die ganzen Dinger auf den Schiffen zerstören. Eieieiei. Ich hab's gleich geschafft. Na, ich brauch noch 1 Minute 13. Wenn ich nicht verkacke. Er brennt schon, ne? Mein Kommandant. Ja, dann warte mal gerade einen Augenblick. 50 Sekunden habe ich noch, dann machen wir die nächste Aufgabe zusammen. Dann reden wir beide wenigstens von den gleichen Sachen. Ja. Hast du schon was gekriegt fürs Raumschiff, oder? Ja. Was kann ich dir nicht sagen mit dem Ladeband? Ja, gut. Aber es geht eigentlich. Also ich hätte gedacht, ich würde jetzt so richtig abkacken. Ich erinnere mich früher an die erste Konsole mit diesem Flugzeugspiel. Ja. Das war echt absolut genial. Schiffspanzerung. Widerstandskraft von 2000. Okay.
erhöht. Und dann noch halt geringer Weltraummission-Erfahrungsschub. Alles klar. Es geht ja. Wenn ich das richtig sehe, habe ich dieselbe nochmal, genau. So, ich bin auch fertig. Sehr schön, annehmen. Ja, wir werden jetzt, drei Stück sind das, glaube ich.